Hallo und herzlich willkommen zu Grounded, dem Miniaturabenteuer im eigenen Garten. Ich habe die letzte Aufnahme verkackt, dadurch weiß ich schon, wie das Spiel so ein bisschen funktioniert, aber wir werden einfach nochmal von vorne anfangen und dann werde ich so tun, als wenn ich das alles zum ersten Mal sehe und dann können wir das quasi gemeinsam erleben. So, und ohne groß zu schnacken, gehen wir direkt rein ins Spiel. Einzelspieler, neues Spiel, wir Hey, nehmen nice to meet Max. you. Und My name is starten das Max. Game. Maxwell So, Smalls. Max kriegt einen neuen Namen, was extravagant ist. Pavel. Perfekt, ein Unikat. Where am I? Are those roots? Nah, can't be. Oh, this must be one of those prank Oh TV mein shows. Gott, was ist passiert? Wir sind ja Oh, total yes. klein. You're gonna be famous. Oh, cool. So, dann können wir auch gleich einmal losstarten. Wir müssen jetzt sowieso ein bisschen Tutorial machen. WASD. Damit können wir uns bewegen, Leertaste springen. Und wir haben übrigens Superkräfte, denn wir können mega hoch springen. Ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Aua. Außer wir springen in die Wurzel. Da kommen wir nicht ganz so hoch. So, wollen wir erstmal ein bisschen was sammeln hier. So, Grounded. Also wir sind ein Teenager, der geschrumpft wurde, vergleichbar mit dem Film von früher, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Der ein oder andere wird den Some Film sort vielleicht of noch radio kennen. signal? I wonder where it's coming from. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, wieder groß zu werden. Und auf diesem Weg, groß zu werden, begleiten uns unzählige Abenteuer mit riesigen Kreaturen wie Ameisen, Spinnen. Aber wir erleben das ja alles viel größer, weil wir halt noch so klein sind. Jetzt haben wir hier ein bisschen was gesammelt. Das ist wichtig, da machen wir uns später eine Fackel draus. Wie gesagt, ich habe schon einmal ein bisschen reingespielt, halbe Stunde, dann ist mir aufgefallen, oh, ich habe den Spielsound nicht eingepflegt. In meiner allwissenden Weisheit habe ich das vergessen. Ja, schön doof, danke dafür. Aber ist ja kein Problem, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Können ja ein bisschen übertreiben, weiß ja keiner. Behaupten wir einfach, ich habe eine Basis gebaut, die war riesengroß, bis zum Himmel. Da oben im Baum hat es aufgehört. Stimmt natürlich nicht, aber wir können es behaupten. Jetzt müssen wir ja mal ein bisschen was erforschen und Well, zwar mit unserem someone had to have set up all the sciencey Ressourcenanalysator. stuff here. But still, I'm not exactly sure where this is and what is Hier können wir jetzt ein paar required. Sachen I should be looking analysieren around. und die helfen uns denn Fähigkeiten zu erwerben, um bestimmte Sachen zu bauen. Was natürlich sehr wichtig ist. Denn das alles ist ja ein Survival-Game. So, das Ganze können wir dreimal machen. Und dann können wir hier schon mal raus und anfangen mit Craften. Wir wollen herstellen. Erstmal brauchen wir Seil. Ah ja, genau. Dann brauchen wir eine Kieselaxt. Und wir brauchen einen Kieselspeer. Und eine Kieselfackel. Nee, gar nicht. Ist nur eine normale Fackel. Dafür fehlen uns aber Sprössling, grobes Seil, trockener Grasbrocken. Stimmt. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen was abbauen. Damit wir im Dunkeln uns auch zurechtfinden. Okay. Stein nehmen wir noch mit. Pflanze, Pflanzenfaser, ganz wichtig.
Oh, wir haben nur ein von zwei Sprösslingen, aber wir können schon mal ein Seil machen. Leider nur eins. Mehr Fasern. Okay, nächstes Seil. Und jetzt brauchen wir noch Sprössling und trockenes Gras. Haben wir? Haben wir? Haben wir. Perfekt. Dann sind wir nämlich gut ausgestattet fürs Erste, dass wir hier schon mal vorwärts kommen. Ist halt sehr beeindruckend gemacht. Also wir sind wirklich optisch sehr klein. Das Wasser will ich haben. Und jetzt müssen wir kurz mal warten. Komm wieder runter. Ja, komm. Sehr schön. Wo ist er hingefallen? Da. Wir sind nämlich Survival-Profi. Tatsächlich weiß ich noch gar nicht, was ich hier alles bauen kann, wie ich das bauen kann. Aber da fuchsen wir uns schon gemeinsam rein. Was ist was? Untersuche die mysteriöse Maschine. So, hier drinnen konnte man nichts machen, bin ich der Meinung. Komme ich eigentlich? Kann ich von hier? Nein. Wir können hier nicht rausspringen. Aber wir haben hier ein wunderbares Tape von dem Professor, der ein Trottel war, wie er sagt. Was wir auch sammeln müssen, Lebensmittel. Ja. Die Käfer schmecken richtig gut. Nein, mein Speer! Wo, wo? Ey, das ist mein Essen! Die Ameise hat meinen Käfer vertrieben. Okay, der ist weg. Nahrung. Unten links haben wir eine Nahrungsanzeige. Wir sind noch halb gesättigt. Aber wir können auch erstmal die Pilze essen. Oh, das ist so lecker. Pilze. So, wir wollen jetzt erstmal schauen hier, das ist der Schrumpfstrahl. Und den wollen wir jetzt erstmal umkehren. Also müssen wir schauen, dass wir den wieder in Gang kriegen. So, und jetzt müssen wir den Laser freimachen. Dafür brauchen wir die Axt. Damit wir diesen unersättlich großen Baumstamm an Grashalm weghauen können. Achtung, Grasfeld! Damit haben wir den einen Laser schon mal frei. Und jetzt müssen wir den anderen noch freikriegen. Aber der ist gar nicht blockiert. Genau, da waren nämlich so eine komischen Milben. Das heißt, wir gehen jetzt auf Kriegsfuß mit Ungeziefer. So, zwischendurch immer ein bisschen was mitnehmen. Looten, ganz wichtig. Wir müssen sammeln, damit wir später was bauen können. Oh. Delicious. Okay, oder auch nicht. Dann nehmen wir uns den da. Verdammt. Der Vorteil ist, wenn wir den Speer werfen, sind die sofort tot. Wenn wir den nicht werfen, dann müssen wir da ein paar Mal hinterherhauen. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was hier mit dem Laser ist. So, wo haben wir denn da? Da sind die Unholde. Ach, ich komme hier nicht durch. So, die machen nämlich das ganze Kabel kaputt.
Wer kennt's nicht? Wer hat nicht schon mal im Garten eine Kabeltrommel hängen lassen und irgendwelche Milben sind angekommen und haben die Kabel angefressen? Aua. Au! So. Oh! Oh, das sind ein paar mehr. Oh, das tut uns weh. Das tut uns weh. Okay, nimm das hier. Du Unhold. Jetzt haben wir schon gut Leben verloren. Snacken wir einmal ein bisschen was. I'm not picky. Aber unser Leben sieht immer noch miserabel aus. Was können wir denn machen, damit unser Up Leben here. etwas aufwärts geht? Können wir noch was anderes essen? Nee, wir haben ja nur die Pilze, ne? Speedy little green corn pup. Komm hier. Tja, regeneriert sich das. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Regeneriert sich das Leben von alleine? Wollen wir jetzt in diese Höhle gehen? Vielleicht, wenn unser Magen komplett gesättigt ist. Nee, selbst dann baut sich kein Leben auf. Das ist jetzt aber ärgerlich. Wir brauchen erstmal Leben. Ich habe mich verlaufen. Es sieht halt alles sehr gleich aus. Oh, ein Tennisball. Habe ich einen Tennisball schon mal? Nee, Baseball ist das ja. Schon mal einen Baseball gesehen? Glaube nicht. Ich muss doch irgendwo. Da ist die Box. Okay, und wenn da die Box ist, müssten wir ja von da gekommen sein. Obwohl, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas herstellen können. Faserverband. Fehlen uns zwei Tropfen. Die haben wir jetzt verbraucht für die Fackel. Und die liegen überall oder kleben überall mal rum. Schauen, sehen wir davon noch irgendwo ein? Schon sehr staubig hier unten, ne? Und Rasen gemäht wird hier, glaube ich, auch nicht in dem Garten. Oder Laub gehakt oder der Müll mal eingesammelt. Faserverband. Wir brauchen diesen Saft. Da ist ein Käfer. Der hilft mir aber nicht weiter. Aber wir haben hier auch Pilze. Die können wir mitnehmen. Was ist denn, wenn ich so einen großen Pilz hier mit der Axt eigentlich fälle? Na, meine Axt reicht nicht. Brauche ich bestimmt eine Diamantaxt. Ah, da hinten. Guck mal, oh, zwei Stück. Perfekt. Wir brauchen ja zwei. Haben wir einen hier und einen da. Und einen hier. Nehmen wir auch noch mit. Okay, jetzt haben wir den Faserverband. Der haut es aber nicht wirklich raus, ne? Ja. Besser wie nix. Wir scheinen ja auch immer noch ein bisschen zu regenerieren. Dann gehen wir jetzt in die Höhle. Also wieder zurück zum dreibeinigen Laser und die Höhle nochmal aufsuchen. Ja, angeknabberte Kabel. Hallo, mein Freund. Das sieht so lecker aus. All right, Shadows. What you got now? So, weg hier. Du machst alles kaputt.
Ja, das kommt hier alles voller Schnodder, du. Das kommt dabei raus, wenn man diese Cosmos-Experimentierkästen kauft, ja? Zack, ist man riesenklein, genau. Auf einmal ist man total winzig. Ich habe mich tatsächlich erschrocken. Aber wir können die blocken. Vielleicht kann ich die auch nicht blocken, okay. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt müssen wir nochmal wieder den ganzen Weg voranlaufen. Aber die Laser laufen auf jeden Fall. Und wir sind wieder voll live. Immerhin. Das war ja auch nicht weit weg. Wo ist denn der? Da. Ich hänge in den kleinen Löchern fest. Da liegt auch noch mein Rucksack. Unglaublich, dass ich schon gestorben bin. So, wo haben wir denn die Höhle? Aha. Okay, gehen wir mal wieder rein ins Geschehen. Wir lernen ja einfach nicht aus unseren Fehlern. Gott, ach Gott. Gott. Ich hab mich so verjagt. Wo kam der denn her? Hier von hier oben. Könnt ihr auch an eine De Decke quasi langkrabbeln? Wahrscheinlich, das sind ja Käfer. Weg. Böse. Okay, die haben wir schon mal weg. Hier haben wir nur. Guck, das sieht ja aus wie so kleine Pümmel, ne? Irgendwelche Schleimpilze. Schleimpilzstängel. Und hier kommen wir bestimmt später auch noch. Brauchen wir bestimmt eine Spitzhacke oder irgendwas, dann können wir den Weg frei machen. Dann kann man hier bestimmt noch weitergehen. Aber erstmal haben wir den Laser jetzt hier repariert, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen wieder zur Maschine und gucken mal, was wir jetzt machen sollen. Also wir sollen die weiter untersuchen, aber wir schauen jetzt einfach mal, was genau müssen wir denn machen an der Maschine. Fackel können wir mal. Die hat bestimmt auch Verbrauch. Können wir mal einstecken. Ist hier noch so ein Tropfen? Oh, ganz edler Tropfen. Saft. Zweimal. Dreimal. Der Saft scheint irgendwie an diesen Ästen zu sein. Das ist dann wahrscheinlich Baumharz. Den holen wir uns. Ja! Hinterlistig, von hinten erledigt. Aufgespießt haben wir uns den leckeren Snack. Den leckeren Rüsselkäfer. Oh, der Laser läuft. Wir können endlich wieder groß werden. Nanu. Was ist denn da explodiert? Wir sind ja einer von vier Teenagern. Ich frage mich ein bisschen, ob wir die anderen drei noch kennenlernen hier in dem Spiel. Das war daneben. Das auch, aber wir lassen uns nicht entmutigen. Geht ja auch anders, ne? Gut, die Explosion, die war irgendwo hier hinter dieser Cornflakes-Packung. Also werden wir uns mal da auf den Weg begeben. Hinter dem großen Baum. Ist das eine Hummel? Ich bin mir auch noch nicht sicher, welche Tiere mich hier eigentlich angreifen und fressen und welchen Tieren ich quasi gefahrlos begegnen kann.
Das sieht dreckig aus. Das würde ich nicht trinken wollen. Aber wir haben ja noch was. Halt! Ach, so. Trinken ist nämlich ganz wichtig, aber dieses dreckige Wasser, das bekommt uns nicht. Da kriegen wir Magenschmerzen von. Diese Ameisen, die sind mega frech. Wieso greifen die immer den Käfer an? Ach, die Nahrung, ja. Aber mir scheinen die nichts zu tun. Ach du Scheiße, ein Marienkäfer. Ladybug coming through. What the heck? Is something burrowing? Ja, die Frage ist ja eigentlich bei so einem Marienkäfer, wie viel hält der aus und was kann ich daraus machen? Oh, der ist sauer. Der hat rote Augen, der ist sauer. Glaubt, er ist not amused, dass ich den da ein bisschen angepiekst habe. Aber er hat sich auch schon wieder beruhigt. Der ist wie so ein Dinosaurier, der hier durchläuft und die ganzen Bäume verwiegt. Und weg, und weg, und weg, und weg. Okay, er kommt. Wir sind aber wesentlich schneller. Aber wenn ich für so einen kleinen Rüsselkäfer dreimal zuhauen muss, wie lange werde ich wohl für den Marienkäfer brauchen? Vielleicht, oh Gott. Vielleicht können wir den auch domestizieren und auf dem umherreiten oder fliegen. Oh, diesmal regt er sich nicht so schnell ab. Hilfe! Eine wilde Bestie ist hinter mir. Oh Gott, der ist aber lange sauer. Ich bin eingebaut. Ich komme hier nicht durch. Der lässt auch nicht locker. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, er ist weg. Ob der mich aus den Augen verlieren muss, damit der nicht mehr sauer ist? Lässt er das Bein schon leicht hängen? Oh, da ist noch ein Marienkäfer. Welchen habe ich denn jetzt angepiekst? Oh, ich hoffe, dass die nicht im Rudel agieren. Oh, er kommt, er kommt. Vorsicht, Kleiner, ich muss hier durch. Oh, das ist aber frech. Das hat er überlebt. Das war der Linke? Ich bin mir fast sicher, dass es der Linke war. Lass mich in Ruhe. Warum guckst du so komisch? Oh, jetzt sind hier so viele. Da ist ja noch ein Marienkäfer. Ah, der hat sogar eine Lebensanzeige. Okay, dann war der das nicht. Wo ist der andere? Weg. Verdammt. Was ist das? Hier ist irgendwas unter der... Aber ich kann es nicht. Ist das ein Regenwurm? Also auf jeden Fall komme ich da nicht ran. Das können wir schon mal nicht erlegen. Boah, lecker Pilze. Da machen wir uns eine richtig schöne Suppe von. Ah, wir sind schon fast am Baum angekommen. Untersuche die Explosion an der Eiche. Finde etwas Essbares und esse es. Und baue ein offenes Zelt. Ja, das können wir ja immer noch machen. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Nahrung wieder zu uns genommen. Also die Ameisen sind tatsächlich nicht feindselig, ne?
Allerdings in dem Film, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, haben die eine Ameise zum Freund gehabt. Und diese Ameise hat gegen einen Skorpion gekämpft. Sehr realistisch, aber immerhin. Und dieser Skorpion. Und Brechwerkzeug. Zählt die Axt dazu? Nee. Brauchen wir einen Hammer oder sowas? Wenn diese Ameise im Film unser Freund war, können wir uns vielleicht hier auch noch eine domestizieren. In unserem Mikro-Jurassic Park. Im Mikrokosmos. Die nehmen wir erstmal mit. Wir sind ja schon am Baum. Oh, guck mal, da ist ein Gerätehaus. Hier haben wir schon mal ein bisschen Überblick. Wie groß ist denn der Garten hier? Nein, wir können nicht bis ganz hinten gucken. Da ist der Zaun. Was ist das für ein Goblin? Sieht ja gruselig aus. Aber hat schon doch, ja, ein bisschen Größe hat der Garten schon. Wenn man jetzt bedenkt, wie klein wir eigentlich sind. Verdammt! Ach, das tat weh. Und ich wollte doch an den Tropfen. Oh, da wäre auch noch einer gewesen. Die nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie wichtig die sind. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch. Kommen wir hier ran? Ohne zu fallen? Nein! Ha! Zumindest haben wir einen. Die liegen auch noch. Oh! Welcome to Paradise! Warte mal, hier ist ja richtig. Hier haben wir schon ordentlich an Tropfen. An Saft. Eine Eichelschale. Nimm es einfach mal mit. Wenn wir es mitnehmen können, nehmen wir es auch mit. Jetzt müssen wir aber erstmal die Explosion untersuchen. Dafür müsste man wissen, wo genau war denn die Explosion? Irgendwo hinterm Baum. Ob, ah, hier. Da raucht und nebelt das. Gehen wir da mal gucken. Oh, hier ist ein Teich. Cool. Komme ich nicht rüber, ne? Was ist das da? Sind das Spinnen? Die werden mich bestimmt fressen, wenn ich da hingehe. Nehmen wir den langen Weg. Gehen einmal außen rum, das soll uns ja nicht stören. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff, was abgestürzt ist. Okay, jetzt haben wir die Explosion, sind wir am Untersuchen. Da ist was kaputt. Aber was kann ich jetzt hier machen? Oh, was ist das denn? Ah, ne. Oh, wir haben sie sauer gemacht. Wir haben sie sauer gemacht. Wir haben sie. Die hatten Kumpel. Die hatten Kumpel. Gott, oh Gott. Die sind ja nicht ohne die Ameisen. Das sieht wirklich aus wie ein Raumschiff. Sind das hier Aliens, die uns geschrumpft haben? Ach, herrje. Diese alle sind Schutt und Asche. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier versuchen sollte, rüber zu springen. Okay. Erkunde das Labor.
Ein Knopf. Was macht dieser Knopf? I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Please bring up the readings for the irregular covalent SSDI. Eiche Brustplatte, Eiche Gesichtsmaske, Eiche Beinpanzer, Vorratskiste, Eiche Schaufel. Oh, eine Schaufel können wir auch machen. Wasserbehälter, Schildrahmen, Püriergerät. Okay, also aus der Eiche können wir auf jeden Fall Rüstung machen. Ein Wasserbehälter. Oh, Wasserbehälter ist auch sehr praktisch. Ist das einer zum Mittragen? Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen. Und wir können jetzt den Hammer machen, um die Eiche aufzuknacken. Und Kleidung. Okay, was können wir hier raus machen? Rote Ameisen-Armschoner. Knieschoner, ein Helm, ein Stuhl und eine rote Ameisenkeule. Okay. Also bringt uns auf jeden Fall weiter. Ja, also wir können ein Rüsselkäfer-Schild machen. Könnte uns vielleicht auch helfen. Keine Energie. Rohstoffsucher. Okay. Den möchte ich noch gar nicht drücken. Weil ich nicht weiß, ob ich denn hier überhaupt noch weiter erforschen kann, was hier überhaupt drin ist. Eine Miniatur-Kaffeetasse. Ich soll ja hier mein Zelt bauen. Können wir hier drinnen gar nicht machen. Müssen wir für rausgehen. Ich würde sagen, wir bauen das Zelt, legen uns schlafen und schauen beim nächsten Mal weiter, was genau dieser Knopf bedeutet. Und dann fuchsen wir uns hier ein bisschen in das Spiel rein und dann sollte das auch spannender und actiongeladener, witziger werden. Dieses Spiel kann man übrigens auch mit mehreren Leuten spielen. Ich hoffe, dass Jatze noch mit dazu kommt. Aber erstmal gehen wir jetzt raus. Und beim nächsten Mal, wenn wir ausgeschlafen sind, schauen wir, was uns dieser Knopf bringt. Wo wir da genau hinkommen. Können wir das Zelt überhaupt bauen? Wir machen das hier genau vor der Tür. Nee, uns fehlt Klee. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Wo kam das Viech denn her? Oh. Bitte. Oh, bitte. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Da hinten ist mein Rucksack. Okay, Spinne, Merkel, Spinne, böse. Am besten ist, wir gehen Spinnen erstmal aus dem Weg. Beim nächsten Mal holen wir uns unsere Tasche und probieren den Knopf aus. Dann müssen wir den Weg wieder hinlaufen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.